Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und wir waren aber tatsächlich beim letzten Mal im großen, weiter in der verlassenen Fabrik unterwegs, haben allerdings Nemesis jetzt platt gemacht, allerdings, jawohl, und wir hatten wohl beim letzten Mal aus Versehen, sag ich einfach mal, jetzt diesen Laborschlüssel hier, kreiert. Die Plastikkarte strahlt etwas ab. Es scheint, als ob sich eine Art Code sendet. Ja, Freunde, und diesen Schlüssel werden wir irgendwo noch brauchen. Gut, wir hatten uns vorbereitet für das große Finale. Ja, sollte passen soweit. Wir haben genug Muni, denke ich. Alles klar, aber bevor wir hier verschwinden, haben wir hier tatsächlich noch einen Raum, den wir hier begehen können, und zwar der Aufzug wird nicht fahren, denn er ist mit einer Schlüsselkarte verriegelt worden. Genau. Wir müssen jetzt hier vorne diesen Schlüssel benutzen. Und zwar diesen hier. Dankeschön, Umbrella-Schlüssel. So. Wir können hier runter. ja, das Spiel ging dann doch schneller fertig als gedacht. Also 18 Parts oder so. Oh mein Gott. Schau mal, was da schon wieder liegt hier. Granaten. 12 Schuss. Finde ich gut. Ja, nimm die mit. 12 Schuss. Und kombiniere das damit, damit wir wieder einen Platz frei haben. Was haben wir hier unten noch? Ist auf jeden Fall eine Tür. Gut. Ist ein Schrank? Was ist das? Das ist ein Schrank, verschlossen mit einer stabil aussehenden Tür. Dort ist ein schmaler Schlitz, in dem eine Plastikkarte passen wird. Umbrella-Schlüssel? Ah, der Schlüssel. Jawohl. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Was? Raketenwerfer. Jo, alles klar. Alles klar, Leute. Raketenwerfer. Oh, schaut euch das an. Oh, geil. Ah, herrlich. Okay. Ich glaube, ja, das wird geil gleich, glaube ich, mit was auch immer da noch kommt. Gut, wir haben einen Raketenwerfer, Freunde. Oh mein Gott. Das ist natürlich, den hätte man auch schon vorher gebrauchen können, ne? Merke ich gerade. Aber gut, ist halt so. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Jawohl. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch beim großen Finale jetzt hier. Hier fliegt bald alles in die Luft. Raketen sind auf Raccoon City abgefeuert worden. Und genau, jetzt müssen wir hier. Dort ist ein Kartenlesegerät. Genau, wir brauchen hier den Umbrella-Schlüssel. Genau, hier waren wir nämlich noch nie. Und da kommen nochmal Zombies. Diese Schlüsselkarte wird nicht mehr benötigt. Ablegen, ja, weg damit. Komm. Okay, da kommen nochmal nackte Zombies. Die können wir noch abballern, ist nicht schlimm. Wir haben ja dafür die normale Waffe hier. Na komm. Dam, 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 dam. So, naht nach. Und da unten. So, schade. Leider kein kritischer Treffer, kein einziger. Aber, hey, sehr schön. Oh, okay, Freunde. Neues Gebiet. Nochmal grüne Kräuter. Können wir die mitnehmen? Ja, die können wir mitnehmen. Die werde ich auch direkt mischen. Weil wir brauchen, denke ich mal, noch einen Platz. Noch einen Menüplatz hier. Wir haben nur eine Heilung dabei. Oha. Wir haben nur eine Heilung dabei. Was zur Hölle? Kombinier das bitte. So. Rein da. So. Wir müssen hier weg. Schnell wie es geht, weil Umbrella will das in die Luft jagen. Diese ganze Stadt hier. Ui! Jill! Jill, where are you? Carlos. If you can hear this transmission, respond immediately. Cutscene, Leute. I'm here. What's up? I got us a ride. The chopper engines are running and ready to go. On my way. The city's about to become ground zero. Hurry up!
And don't forget to take that device with you. What does it do? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here. Alles klar. Das ist ein tragbarer Radarempfänger. Sie haben das Radargerät. Guckt mal. Da oben. Search. Das ist cool, Freunde. Das zeigt nämlich tatsächlich die Raketen an, wie sie auf Raccoon City abfeuern, auf dem Weg sind. Oh Mann. So, das ist jetzt nochmal ein interessanter Raum hier. Das ist so ein Kontrollraum. Gut, und Carlos hat einen Hubschrauber. Das ist natürlich mal mega gut. Was haben wir hier? Oh mein Gott, ja, bitte. Magnum-Geschosse. Kann man das mischen? Shit, ist schon geladen. Oh, wir sind so voller Munition. Aber, hey, alles klar. So, Karte noch einmal. Da geht's nur in die Mitte rein, okay. Gut. Carlos, du hast einen Hubschrauber, aber wir müssen wahrscheinlich hier nochmal rein, ne? Oh! Oh Gott! Oh Gott, was ist jetzt wieder? Ach, das kennen wir. Das kennen wir von allen bisherigen Resident Evils. All personnel evacuate immediately. Ja, alles klar. Och, und guckt mal da oben. Möchten Sie die Leiter runterklettern? Jetzt bewegt sich da oben was und guckt mal. Das sind die Raketen da oben, der rote Punkt. Das heißt, wir haben jetzt einen Zeitcounter laufen. Oh Gott, das wird spannend jetzt, Freunde. Das wird jetzt gerade echt spannend. Jetzt liegen hier nochmal Zombies rum. Was zur... Aber das ist nochmal eine Kiste, das ist gut. Ich hoffe, dass da die Kiste da nicht die Zeit runterläuft. Rüsten wir uns nochmal um. Haben wir wirklich keine Heilung mehr? Oh Gott. Was? Scheiße. Wir haben nur noch die eine Heilung. Okay. Aber. Da sind nochmal Zombies da hinten. Alles. Oh, was ist das da? Da ist noch so eine Notiz da. Handbuch der Ofenanlage. Uss. Diese Feuerungsanlage gehört zu den Einrichtungen, die der zu entsorgende Gegenstände aus dem Laboratorium verbrannt werden. Im Ofen wird Abfallmaterial verbrannt, das in Behandlungsraum nicht zersetzt werden kann. Er liefert der Einrichtung außerdem durch einen Thermalkraftgenerator Elektrizität. Ein Teil der Elektrizität wird in den großen Stromspeichern im unterirdischen Bereich der Einrichtung gespeichert. Die Elektrizität dient als zusätzliche Kraftquelle. Der Notstromkreis wird aktiviert, sobald die drei Notstromeinheiten ordnungsgemäß in ihre Buchsen gesteckt wurden. Wow, okay. Für so eine Kanone also. Für den Fall, dass die Stromkreise sich nicht automatisch schließen, kann ein Mitarbeiter sie manuell schließen, um das System zu aktivieren. Okay, Handbuch Ofenanlage. Ofen glaube ich nicht, das ist eher eine Kanone, denke ich. Und was ist hier mit den... Was ist hier mit den Nackten, ne? Die nackten Zombies hier. So. Ihr wollt mich doch veräppeln. Alles klar, da liegt nochmal Shotgun-Muni. Ah, da bin ich jetzt natürlich wieder voll, ne? Shotgun werde ich nicht brauchen, denke ich mal. Ich meine, wir haben genug Feuerkraft, schaut euch das an. Das muss reichen an Feuerkraft. Da muss ich nochmal zurück. Ja, der Counter oben. Aber wenn ich das so nachzähle, dann haben wir noch 5 Minuten. Das müsste passen. Ich werde die Shotgun-Muni jetzt ablegen. Und dann nochmal hier. Und schnell wie möglich. Ah, wir haben 10 Minuten sogar. Weil 500.000 Dinger da oben und 1 Sekunde, 60 Sekunden. Alles klar, was ist jetzt hier noch? Wo sind wir hier überhaupt? Verlassene Fabrik nochmal, okay. Was haben wir hier noch? Was ist hier jetzt los? Oh Gott, wir müssen hier weg, Freunde. Wir müssen hier weg. Ich rüste mal meine Magnum aus. Yeah. Und einfach weg hier. Oh Gott. Boah, hab ich mich erschrocken.
Was ist das denn? Da liegt was. Guck mal, was ist das? Ein Foto oder so? Ah, geheimes Fotoarchiv. Meiner Meinung nach ist es zu früh, dieses Schwert des Paracelsus im echten Kampf einzusetzen. Um jedoch in den Besitz des G-Virus zu gelangen, das Umbrella entwickelt hat, wird es uns eine große Hilfe sein. Die Schlagkraft der Schienenkanone ist zufriedenstellend. Aber beachten Sie bitte, dass es damit immer noch ein paar Probleme gibt. Technologiedivision Oberst Franklin Hart. Oh Gott, okay, heftig. Geheimes Fotoarchiv. Alles klar, los geht's hier. Zack. So, was ist jetzt? Ach nö. Ja, war doch klar, dass wieder was kommt. So, was haben wir hier? Eine Stromverteilung, die gerade nicht arbeitet. Alles klar. Ja, die Raketen kommen näher. Das ist eine von Umbrellas tödlichen Biowaffen. Oh Gott, ja, das sieht schon krass aus. Wir haben nicht viel Zeit. Gut, ich guck mich hier ganz kurz um. Karte. Alles klar. Das ist diese Maschine hier, oder was? Zwei. Okay. Energie wird umgeleitet. Entriegelung nicht möglich. Okay. Da ist die Kanone. Guckt mal. Hier, das ist die Kanone, von der wir gelesen haben. Und, so, was ist das jetzt hier? Ui. Oh, geil. Was? Aha. Ach, wir müssen jetzt, okay. Ich weiß. Wir müssen jetzt diese Dinger hier reinschreiben. 1, 2, 3. Alles klar. Da haben wir ja da vorne nochmal eins gesehen, ne? Genau hier, dieses Grüne. Schieb das rein, Jill. Los. Schieb es rein. Okay. Ich hab's verstanden. Oh nein, was kommt jetzt? Och, Junge. Nemesis. Kannst du es nicht gut sein lassen? Gut, Freunde. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt mit Magnum auf ihn schießen einfach. Schieß drauf, Jill. Das ist Nemesis. Oh mein Gott. Oh, okay, schieß drauf, Nemesis. Chill. Au. Ja, komm, geh weg. Okay, schieß drauf. So, dafür haben wir sie doch, die Magnum, Mensch. Komm, guck mal, der verliert Teile. So, kombinieren. Den Raketenwerfer werde ich mir aufsparen. Ich weiß nicht, wofür wir den noch brauchen werden. Aua. Wir sind noch grün, okay. Na komm, okay, und hier, schieß drauf. So. Meine Güte. Oh, wie viel hältst du aus? So. Aua. Gelb. Okay, wir haben noch zwei Schuss. Okay. Aua. Oh, orange. Okay, das ist jetzt perfekt für die Doppelheilung. Dann den Granatenwerfer ausrüsten. Kombinieren bitte mit den Freeze-Granaten. Oh, geile Mucke hier. So. Und schieß drauf. Schieß drauf. So. Und geh da raus aus der Ecke. Jill, wo bist du? Oh Gott. Oh Gott. Orange. Geh doch da raus. Aua. Jill, Mensch. Schieß es kaputt. Bitte. Schieß es doch kaputt. Oh Gott. Ja, was ist jetzt? Wir haben noch drei. Okay, es ist kaputt, oder was? Es macht nichts mehr. Okay, Nemesis, dann schieb bitte das Ding hier rein. Schieb es rein. So, dann machen wir nämlich gleich die Kanone an. Oh, krass. Okay. Schnell. Weil es hängt da hinten fest oder so. Deswegen, geile Musik hier. Wow.
Meine Stromverteilung, ja, die mit dreckig. Okay. Schieb es rein. So. Okay. Bereit zu feuern, jawohl. Weg mit den Nemesis. Na komm. Ja. Ja, und was ist jetzt? Muss man jetzt nochmal draufdrücken oder was? Nee, der, okay. Ah, Moment, Moment, Moment. Die lädt sich auf. Die Kanone lädt sich auf. Okay, und sie feuert, oder was? Oh ja, sie feuert. Okay. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Alles klar, Freunde. So, ich werde aber die Kanone jetzt mal unterstützen. Weil wir haben ja einen Raketenwerfer. Den werde ich jetzt mal nutzen. So, Raketenwerfer. So. Ah, bringt nicht viel. Okay, bringt nicht viel. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Raus, 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 raus. Zum Glück sagt der an, ey. So, mach Nemesis kaputt, komm. Und? Und? Oh. Geil, Freunde. Wir haben Nemesis platt. Still, warum hältst du dich? Oh. System overheating. Enter cooldown. Oh, Nemesis ist platt, Freunde. Oh mein Gott, jetzt ist er wirklich kaputt. Ach, wie krass. Ich wollte schon sagen, hey Jill, warum bist du... Alles klar, wir können hier raus. Oh, wir können hier raus, Freunde. Oh mein Gott, wir können hier raus. Da hinten ist die Tür. So, alles klar, dann... Uff, was ist jetzt? Es lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Oh, wir können uns nochmal entscheiden zum Schluss. Wartet mal, ich mache hier mal einen Save. Wir können uns nochmal entscheiden, das Monster erledigen. Komm, wir sind mutig. Wir sind mutig, kommt. Wir haben einen Raketenwerfer. Was ist das? Da liegt ein Magnum. Hey, geil. Hä? Mit einer Hand. Komm, mach das kaputt jetzt hier. Los. So. Mein Gott. So, noch 3 Minuten. So. Gott sei Dank. Wir haben Nemesis jetzt endgültig platt gemacht. Schaut euch den an, ey. Mann, 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 Mann. Okay, wir können hier raus. Puh, was ist jetzt? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh Mann, ey. So, was ist hier jetzt nochmal? Was ist das jetzt? Eine Kontrolltafel für den Aufzug. Möchten Sie sie bedienen? Ja, mach. Fahr runter, los. Die Zeit dringt hier. Okay. Ah. Carlos, du hast tatsächlich den Hubschrauber. Oh, Gott sei Dank. Ist es jetzt vorbei? Haben wir es geschafft oder was? Ja, Freunde. Oh Mann. I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no. It's here. It's time to go.
it. I've had it. This time they've gone too far. Oha, Freunde. Ja. Oh je. Kommt noch eine Cutscene. And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Tja, so geht Raccoon City dahin, Freunde. Geile Musik. Der Schauplatz der ersten drei Teile ist einfach mal weg. Weg. Einfach weg. Schon krass gerade, ja. Schon krass. Krass, 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 Freunde. Wow. Resi 3. Was soll man dazu sagen? Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Oh, hört euch mal diese Musik an. Richtig schön. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also, meine Güte, das Finale war richtig geil. Oh, schöne Musik. Schöne Musik, da will man einfach nur zuhören. nein, wie gesagt, das Finale war richtig geil gemacht. Und ja, ihr habt es gesehen, Raccoon City ist nicht mehr. Und Jill meinte, diesmal ist sie zu weit gegangen. Tatsächlich, also es geht ja noch weiter mit Resident Evil. sogar bis heute. Allerdings werde ich die aktuellen Teile nicht mehr spielen, weil die finde ich nicht mehr so gut, muss ich sagen. Ich werde jetzt im Laufe... Als Nachfolgeprojekt werden wir tatsächlich versuchen, Code Veronica ins Laufen zu kriegen. Das werde ich dann nochmal in Angriff nehmen, weil da geht es ja dann mit Claire weiter. Die ist ja nach Europa gefahren mit Leon, glaube ich. Und ja, aber kommen wir jetzt nochmal hier drauf zu sprechen. Also richtig, richtig geil. Also Resident Evil 3 hat mir übertrieben Spaß gemacht, genau wie die ersten beiden Teile. Und hiermit möchte ich mich auch bei allen Zuschauern bedanken, die hier dieses Projekt mit mir gemeinsam erlebt haben. Das ist wirklich krass. Auch durch all eure Kommentare und alles hat mir sehr gut geholfen. Und es wäre einfach nicht dasselbe ohne euch. Und ja, Freunde. Present by Capcom. Ihr seid geil. Wirklich, ihr seid richtig geil. Und das war... Jetzt, das war Resident Evil 3. So. Hier haben wir einmal ein schönes Bild, ja, von Jill und Carlos. Wir haben drei Speicherungen, Zeit 7 Stunden 11 und Rang E. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht so gut sein wird. Aber, na, besser als F. Genau, wir haben dreimal gespeichert. Ich weiß nicht, warum ich jetzt einen Rang E habe, weil ich keine Munition mehr so viel hatte oder ich weiß es nicht. Vielleicht wegen der Spielzeit? Keine Ahnung. Oh, sie können das Extra-Spiel spielen. Was ist denn das Extra-Spiel? Ach nein, sie haben den Schlüssel zur Boutique und ein Kostüm. Aha, da war doch was, ne? Wenn ihr euch erinnert, ich bin ja noch mal einmal zurückgelaufen. Die Boutique ging tatsächlich nicht auf. Okay, jetzt wissen wir auch warum, weil sie geht nur mit diesem Schlüssel auf, alles klar. Ja, geil, Freunde, wir haben es geschafft, Mensch. Epilog. Ui, kommt noch mal eine Cutscene. Ja, cool.
Als sie aus der Stadt entkommen ist, macht sich Jill auf den Weg, um zu Chris Redfield zu stoßen. Aber sie findet nur sein leeres Versteck. Chris' Messer liegt auf dem Boden. Jill geht ohne Zögern weiter, denn sie glaubt fest daran, dass Chris noch lebt. Sie wird ihn suchen, bis sie ihn findet. Dann werden sie gemeinsam Umbrella das Handwerk legen. Cool. Ich glaube, diese Mission gehen sie heute noch nach. Ja. Können das ganze Ding jetzt einmal speichern? Das machen wir einfach mal. Warum nicht? So. Nächstes Spiel. 00-01. Ja gut, Freunde, aber nochmal werde ich das jetzt nicht durchspielen. Jawohl, Freunde, das war Resident Evil 3. Also mir hat es unglaublichen Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Nemesis ist tot. Jetzt ist Nemesis wirklich tot. Wo wir schon das einige Mal gedacht hätten. Und genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder mit Resident Evil Code Veronica. Nicht 4, Code Veronica. Und ja, ich hoffe, dass euch das Display gefallen hat. Wie gesagt, es wäre nichts ohne euch. Das hat es wirklich nochmal lebendiger gemacht. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Projekt wieder dabei seid. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken und hoffe auf euer Dabeisein im nächsten Projekt. Ganz genau, liebe Freunde. Ich wünsche euch noch was. Euer Sebi. Ciao, ciao.